So, Freunde der Sonne, grüßt euch. Willkommen zu Wall World, A Deep Threat. Ja, wir machen mal ein neues Spiel. Das ist Herr Kiesel. Herr Kiesel spielt. Habe ich Herr Kiesel richtig geschrieben? Ich bin mir unsicher, ist auch egal. Wähle Schwierigkeit normal, bitte. Die härteren Sachen kommen dann später. Was gibt's denn hier für Einstellungen? Wir machen mal hier ein bisschen leiser. Danke. So, und dann auf geht's. In the Wall World. Krass, dass die Ladezeit so lang ist. Naja, liegt bestimmt an den 1000 Sachen, die ich nebenbei noch mache. So, jetzt gibt es erstmal ein kleines Tutorial, wo ich die Mine betreten kann. Ja. Ich bin hier Minensucher. Oh, Moment. Mach mal ein bisschen leiser. Was? Das greift was an. Moment, wie war denn das? So, ne? Ah, jetzt ist langsam. Aha, langsam ist. Sehr langsame Drehgeschwindigkeit. Ey. Ja, wir müssen unser Ding vom Spieler trennen und dann geht's weiter in die Mine. Sounds sind immer noch sehr laut, wie ich finde. Da machen wir mal gerade auch ein bisschen leiser. Gucken, ob das besser ist. Ansonsten, wie gesagt, ist das ja am Ende in der Post-Production alles kein Problem. Ich empfinde das nur für mich persönlich gerade schon als ziemlich laut hier. Machen wir das mal leiser. Und dann geht es hier, da gibt es Kiesel. Geile Sachen für die heiße Loot in der ersten Mine. Ich habe irgendwie das Gefühl, es baut schneller ab wie sonst. Aber wobei, das ist auch der Startstein. Vielleicht hat es damit zu tun. So, man konnte irgendwo sehen, wann Monster kommen. Kannst du das aufsaugen, bitte? Das ist super nett von dir. Oh Gott, es geht hier hinten richtig tief rein. Oh, ich bin voll. Das ist ja super. Ich bohre mich mal hier zurück. Ah, ich glaube, wenn der mittlere Balken hier unten voll ist, dann hier, da, der da. Dann ist Angriff. Ich meine, so war das. So, wir haben alles nach Hause gebracht. Wir gucken nach Updates. Was habe ich denn? Ah, ich habe das. Was kann denn das? Die Bohreffizienz wird größer. Die Bewegungsgeschwindigkeit in der Mine wird größer. Brauche ich mehr Bohreffizienz oder wäre es besser, wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Pistole schneller ist? Ich persönlich finde ja, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Pistole ein bisschen schneller sein könnte. Dementsprechend machen wir das. Dann laufen wir fliegen. Bewegen uns zurück. In der Hoffnung, dass es hier mehr Kram gibt. Ist ja klar. Ne? Wir brauchen... Naja, entspannt euch. Ich bin schon auf dem Heimweg. Oha, es gibt jetzt auch schon fliegende Viecher. Das finde ich uncool. Die sind echt lästig. Und da kommt ein so ein Dicker. Du kannst jederzeit in den Spider springen und dich entlang der Mauer auf der Suche nach weiteren vielversprechenden Minen machen. Ja, das weiß ich. Das will ich aber gar nicht. Ich habe ja hier noch Optionen. Es kann ja passieren, dass ich jetzt hier auch noch einen fetten Loot finde. Irgendein Upgrade für mein Gerät. Was weiß ich, ein Bolzenschussgerät oder... Man muss das ja immer mal realistisch sehen. Ich meine, das gibt ja auch Erfahrungspunkte hier oben rechts an der Ecke. Das ist ja auch so eine Art Währung, die ich am Ende dann in meinem für Updates, in die dann fest bleiben, machen kann, die nicht pro Runde wieder verschwinden. Ja, wo ich dann besseren Kram kriege. Und außerdem, wie gesagt, hier geht es ja noch hin. Das ist ja... Guck hier, das hätte ich verpasst, wenn ich das nicht... Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das Teil verpasst. Ich meine, ob das immer alles Sinn macht, ist eine andere Sache. Aber ich hätte den... Oh, was ist denn da draußen los? Schneesturm oder was? So, guck an. Was kriegen wir? Wir haben... Du hast eine Bombe gefunden. Na toll. Mein Spider hat jetzt eine Bombe. So, dann können wir weitere Upgrades machen. Wir können erstmal noch den Turm sich schneller drehen lassen oder aber die Bohreffizienz upgraden. Und den Turm schneller drehen lassen. Guck mal, wir können sogar beides. Das ist doch Wahnsinn. So, dann disconnecten wir den ganzen Bums wieder.
Ah, jetzt wird's knapp. Hab nicht aufgepasst. Aber ich bohr noch ein bisschen. Ich hol noch hier die. Naja, ich weiß, es ist jetzt hier... das ist jetzt heikel. Das weiß ich selber. Das war ein bisschen optimistisch, da nochmal hinten rein zu. Aber ich war schon auf dem Weg, als es mir aufgefallen ist. Die werden natürlich jetzt meinen... Siehst du da, das Leben meines Geräts, der grüne Balken, er geht runter, weil der Chef... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Okay. Das war die Grubenmutti. Die zerlegen mich jetzt schon. Gut, das war nicht der cleverste Plan. Wir werden früh drauf gehen, aber wir haben halt auch wenig Upgrades, ne? Es ist wenig vorhanden, deshalb baue ich jetzt erstmal wieder alles ab, damit wir ein paar Euros verdienen. Und da gibt es auch noch ein paar geile Kiesels hier, ein bisschen Material, was wir mitnehmen können, was wir mit unserem fetten Staubsauger einsaugen und bis zum Samt-Nimmerleins-Tag mit uns rumschleppen. Wir haben noch eine Viertelstunde, dann kommt erfahrungsgemäß der Obermufti raus. Wichtig ist halt Boeffizienz, ne? Das ist für die Geschwindigkeit im Abbau ist das irgendwie ganz, ganz, ganz gut. Dass wir mehr Schaden machen, ist super. Und dann gibt es ja auch noch Hilfsmittel, die man finden kann. Ich habe noch keins gefunden, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber auch nicht so schlimm. Alles halb so tragisch. Wichtig ist erstmal, finde ich, dass wir dann halt auch die festen Upgrades für unseren Spider und so bekommen. Die dann halt auch bleiben. Deshalb baue ich erstmal alles ab. Wegen der Kohlen. Es geht eigentlich immer nur um die Kohlen. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zurück, weil da siehst du schon, geht schon gleich wieder Action los und wir sind schon halb tot. Ja, das wäre natürlich peinlich, wenn ich in der ersten Mine schon sterbe. Wobei, die Chancen sind nicht schlecht. Die Chancen sind nicht schlecht. Moment, wir können natürlich jetzt Upgrades einfahren. Das können wir machen. Was gibt's denn hier zum Beispiel? Die Feuerrate ist erhöht. Hier ist der Schaden pro Kugel erhöht. Wir gucken mal gerade. Wenn ich das mache, dann habe ich zu wenig dafür. Wenn ich das mache, dann kann ich nur noch das machen. Ich mache auf jeden Fall die Bewegungs- und die Feuerrate erhöhen. Das geht schon schneller, ne? Hat Vorteile. So, jetzt es gibt so einen Flockschießer. Den fand ich am Anfang immer total... Allerdings hat er einen Vorteil. Wenn du nach unten schießt, dann schießt er durch alle durch. Und dann sterben alle. Das ist natürlich... Jetzt in dem Sinn wäre das natürlich cool. Kommen die nicht so weit an dein Ding ran. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller, wie man sehen kann. Und wir... Weiß ich gar nicht, habe ich die Boeffizienz nochmal? Weiß ich... Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist auch egal. Wir auf jeden Fall bewegen uns jetzt erstmal nach hier hinten und bauen den Rest ab und hoffen, dass wir da vielleicht noch drei Items kriegen und dann krabbeln wir zur nächsten Mine hoch. Hier gibt es noch ein paar Kügelchen vom geilen Kieselschiff. Das läuft schon. Also da kannst du gar nicht sagen, dass das nicht läuft. Das läuft wie Skinnermania. Perfekt. Ja, da geht's auch noch. Es geht noch weiter rein. Das ist die erste Mine, Freunde. Ich brauche da jetzt schon 10 Minuten für... Oh Gott, ich habe tatsächlich was gefunden. Das ist ja... Das ist Wahnsinn. Und was haben wir gefunden? Du hast einen Pfahlwerfer. Okay, der Pfahlwerfer, das ist jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, für Viecher, die unter dir sind, ist das super. Nach oben ist es ein bisschen schwierig, aber geht auch. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon mal hier Upgrades. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ah, wir sind voll. Das ist ja total blöd. Das ist Käse. Ich muss übrigens versuchen, weniger Schimpfworte zu benutzen. Das ist eine Challenge für mich selbst. Ich bin ja gerne bereit zu fluchen wie ein Seemann. Aber was erfülle ich da für eine Vorbildfunktion? Du hast eine neue Waffe bekommen. Mit X und Z kann ich die wechseln. Ja, das ist mir durchaus bekannt. Jetzt haben wir den Pfahlwerfer. Der bringt mir nur auf die Distanz halt nichts. Auf die Distanz bei den dicken Oschis da.
Und hier bei denen. Oh, das wird nichts. Ich sehe es kommen. Das wird alles nichts. Die lasern mich fertig. So, warte. Ich wechsle mal die Waffe und zeige euch den Pfahlwerfer. Habt ihr gesehen, ne? Das Interessante... Oh, das Ding geht gleich kaputt, mein... Oh. 10-minütiges Versagen auf ganz hohem Niveau. Habt ihr da gesehen. Jetzt haben wir aber hier das... Das können wir jetzt hier einsetzen. Für besseren Motor, für eine bessere Turbine, dass der Spider schneller die Wand hochkommt. Wir können die Wand besser heruntersprinten. Der Ressourcenstaubsauger ist besser. Wir können eine Zielsuchrakete starten. Es gibt einen besseren Plasmabohrer. Es gibt die Haltbarkeit des Spiders wird um 50% erhöht. Das kaufen wir zuerst. Und wir kaufen das auch gleich zweimal, weil ich bin gierig. Danach nehmen wir noch mit die Rakete, weil ich das ganz gut finde. Und dann gehen wir weiter. Jetzt starten wir das Ganze halt wieder von vorn. Das ist halt jetzt ein bisschen schade. Das tut mir auch ein bisschen aufrichtig leid, dass ihr euch das jetzt antun müsst. Aber ja, ich kann jetzt eine Rakete starten. Das ist auch ganz toll. Das ist wirklich toll. Das ist was wirklich erheblich dazu beiträgt, die Stimmung in meinem Lager zu verbessern, weil das ist für dicke Viecher. Ich nenne die gerne Brutmutter. Ist das nicht so uninteressant. Und hätten wir jetzt weniger abgebaut, hätten wir halt weniger Upgrades direkt reinschießen können und das fand ich jetzt wichtig. Und damit ich immer schön viele Upgrades reinschießen kann, baue ich halt immer jeden einzelnen Ziegel ab. Ist ja klar. Macht ja sonst alles auch keinen Sinn. Ihr müsst euch das Ganze natürlich nicht angucken. Es würde mich natürlich freuen. Ich habe auch gar nicht Hallo gesagt, oder? Habe ich Hallo gesagt? Ich sage jetzt nach 10 Minuten mal Hallo. Und frage euch, wie es euch geht. Ich nehme das Ganze an einem Samstag auf. Ich wünsche euch also ein wunderschönes Wochenende gehabt zu haben. Wenn ihr das seht, könnte das nämlich schon rum sein. Oder es ist vielleicht schon das nächste, wobei ich das bezweifle. So, wir können jetzt schon mal hier Upgrades kaufen. Und zwar möchte ich gerne ja einen verbesserten Plasmabohrer. Wie viel Zeit habe ich noch? Schaffe ich es noch ein bisschen was abzubauen? Bestimmt. Der Weg ist ja jetzt nicht so weit und es kommen ja am Anfang halt auch nicht ganz so viele. Und das ist ein Knilchen. Das hier ist auch schon alles angeknackst. So, jetzt hupt's, jetzt müssen wir zurück. Später, wenn man ein Turbo hat, also so ein Booster, dann ist nochmal ein bisschen besser. Dann ist man noch ein bisschen schneller zu Hause. Und jetzt ist ja erstmal wieder der langsame Turm am Start. Unten kommen zwei, oben war nur einer. Der Turm dreht sich noch, dauert halt. So. Sind wir fertig. Wir hätten jetzt auch eine Zielsuchrakete starten können, aber naja, gut, für die Viecher finde ich das halt jetzt irgendwie Quatsch. Machen wir vielleicht in Runde 2, wenn wir da noch keine Verbesserungen für die Kanone haben. Was bei meiner aktuellen Geschwindigkeit wirklich schwer zu glauben sein wird. Aber wir haben ja immerhin schon mal die Bohreffizienz verbessert. Und in Runde 2 ist es ja jetzt auch, glaube ich, noch nicht so viel mehr. Man kann, glaube ich, auch die Zeit, in der die Viecher kommen, ein bisschen erhöhen. Was durchaus schön ist. Ja, ich habe das schon eine Weile gespielt. Allerdings habe ich jetzt auch nicht so richtig den Plan, wie es dann weitergeht. Und den DLC habe ich noch gar nicht gespielt. Also das ist auch alles immer so ein bisschen... Man könnte sagen, das Let's Play ist blind. Wenn man es denn so nennen kann. Am Anfang war das ja immer nur mal so ein Einwurf. Ich wollte so Spiele zeigen, aber... Letzten Endes kann man sie auch einfach fertig spielen, finde ich. Das kann man ruhig machen. Ich finde auch, dass sich das durchaus lohnt. Ich meine, die sind nicht so teuer und trotzdem finde ich, machen die teilweise mehr Spaß wie diese großen AAA-Dinger. Was soll ich sagen? Ich mag sowas. Jetzt warten wir drauf, dass die wiederkommen. Ja, wir kaufen den. Das ist korrekt und wir kaufen den. Und dann warten wir jetzt auf das feindliche Gesindel, was hier angeflogen kommt diesmal schon, ne? Dann war das mit der schnelleren Schießgeschwindigkeit durchaus eine sehr gute Idee. So, der ist fertig. Wir können uns direkt rausbewegen. Wäre natürlich auch eine tolle... Was natürlich auch toll wäre, wäre mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Da bin ich ganz ehrlich, das wäre auch ein Traum.
Ich bin nicht so der geduldigste Mensch. Aber naja, da muss man jetzt durch, ne? Kannst du nichts machen. Was willst du tun? Ich saug ein, was einzusaugen geht. Bau erstmal ab. Irgendwo ist hier. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in der ersten Mine wieder der Fehler, der Pfahlwerfer steckt. Ja, jetzt bin ich schon wieder voll. Das ist halt das, was ich ein bisschen lästig finde, wenn du so langsam bist. Du bist halt immer so schnell voll. Und du musst so schnell zurück und. Naja, ich finde das schwierig. Was habe ich denn jetzt dabei? 12. Dann können wir ja direkt. Ich mache das direkt so, dann bewegen wir uns jetzt ein bisschen schneller. Siehst du, das fällt sofort auf. Ich habe auch nicht so viel Zeit, wenn ich da mein Feindradar so im Auge behalte. Guck mal, da oben gibt es noch Zeug. Das ist cool. Und da ist ein Upgrade, okay. Wie kann ich denn das fallen lassen? Achso. Gut, wir saugen. Ja. Ich bin schon auf dem Weg, Freunde. Oh, bitte lass es was Gutes sein. Ja, keine Ahnung. Irgend so eine Killermaschine, die mir hilft. Du hast eine Ladestation gefunden. Alle 180 Sekunden erzeugt der Spider einen tragbaren Induktionsbooster, der die Bewegungs. Junge, was will ich denn mit sowas? Zünde mal eine Rakete, bitte. Das ist für das dicke Vieh, für die Obermutter ist das hilfreich. So, und jetzt kann ich das mitnehmen, oder was? Super. Und was mache ich damit jetzt? Da kann ich mich dann in gewissen Gebieten, glaube ich, schneller bewegen, ne? So war das, oder? Ich schieße das jetzt mal hier hin. Oh ja, wenn ich das hier hinmache, dann habe ich einen gewissen Radius, in dem ich mich schneller bewegen kann, wenn das Teil an mir hängt. Das ist hervorragend. Das ist richtig dufte. Das Problem ist, der Radius, der wird endlich sein. Wir werden gleich merken, wie weit es reicht. In der Zwischenzeit donner ich hier alles weg. Damit kann man bestimmt die halbe Mine ausstatten. Ist ja jetzt auch nur so ein Hin und Her hier, ne? So, wir machen jetzt das. Wir könnten jetzt noch die Schussstärke verbessern. So, kannst du dich kurz abkoppeln. Mit Glück schaffen wir durch den Booster, der da rumliegt, noch mehr Teile einzusammeln und vielleicht noch was zu upgraden, bevor wir zur nächsten Runde hier rein müssen. Und müssen ist da ein schweres Wort für. Moment mal, pass mal auf. Nimm dir mal ein Stück mit und spuck den hier hin. Ja, ich weiß, ich muss nach Hause. Ich bin schon auf dem Weg. Aber ich habe eine Zielsuchrakete, die wird bei den Dicken erstmal helfen. Oh, der Weg ist weit, der Weg ist weit, der Weg ist weit. Sie werden gleich alle da sein. Naja, sag ich ja. Oh, Zielsuchrakete ist raus. Die kümmert sich jetzt um eins der Viecher. Jetzt wäre der Pfahlwerfer wieder eine Bombensache. Den könntest du jetzt nach oben schießen. Der würde bis nach unten durchfallen. Der würde alles killen. Das wäre super. Pass auf, muss ich mich um euch kümmern. Ihr seid deutlich lästiger wie die zwei. Und wir da rein in das Gemüse. Ja, es ist ein wildes Hin und Her, ich weiß. Ich muss noch mal gucken. Ich muss den Versuch ja nach Möglichkeit, ich muss das ja ein bisschen passig schneiden. Da wird dann vielleicht eine erste längere Folge. Ich hätte gedacht, dass ich beim ersten Versuch die 20 Minuten eigentlich schon so gut wie durchhalte. Dann wäre das besser gewesen, aber habe ich halt nicht geschafft. Ich glaube, jetzt kommen wir zur Pfahlmaschine. Das dürfte jetzt wohl so sein. Das ist eigentlich alles, was ich am Ende noch gesucht habe. Wird ja der Pfahlwerfer sein. Oh ne, ich habe eine Schrotflinte gefunden. Das ist auch super. Die habe ich auch schon mal in einem früheren Spielstand besessen. War auch nicht so schlecht. Ja. Schneller, schneller ist immer besser. Können wir das alles aufsaugen? Danke. Ich glaube, man kann auch die Kapazität erhöhen, aber das ist, glaube ich, so ein Ding, was du dauerhaft machst. Gut.
Jetzt ist das da weg. Jetzt haben wir die ganze Mine abgearbeitet. Guck mal, das ist schon mal weiter, wie wir eben waren. Eben haben wir die Mine nicht geschafft. Da bin ich vorm schon gestorben. Traurig, ne? Aber fällt halt direkt auf, dass du eine höhere Lebensrate hast. So, jetzt könnten wir, was macht denn das hier? Das macht nochmal minus 40 Kugelsprung, keine Ahnung. Ich kauf mal das. Mine verlassen. Jetzt, oh, der schüttelt sogar den Schnee ab. Das ist ja cool. Das hatte ich, habe ich noch nie gesehen. Optisch macht's was her. So, mal gucken, auf welches er sich konzentriert. Ich werde mich nämlich genau auf das gegenteilige Ziel konzentrieren. Das sind aber viele. Muss das sein? Der Luxus einer Zielsuchrakete, der, ich glaube, dass das Ding auch mehr killt als nur den einen. Wir hätten auch noch die Schrotflinte gehabt, da habe ich nicht dran gedacht. Aber wir sind jetzt auch in der zweiten Mine. Ich muss mich kurz disconnecten. Dann sauge ich hier den... Hier ist auch gar nichts auf, keine Ahnung, was er jetzt hat. Weiß ich nicht. Gibt offensichtlich Probleme im Staat Dänemark, was das Saugen angeht. Aber ich habe die Bewegungsgeschwindigkeit ja nochmal zusätzlich erhöht. Das muss auch nicht jede Mine so groß sein übrigens. Die können auch kleiner sein, ne? Also dann ist es, dass da jetzt hier vielleicht zu Verwirrungen führt, dass ich jedes Mal 10 Minuten für eine Mine brauche. Das ist nicht zwingend gesagt. Es kann halt auch sein, dass die nur so einen kleinen Raum ausfüllen. Anscheinend habe ich aber tatsächlich nur große gerade. Oder größere. Kann ich jetzt das Ding mitnehmen? Super. Dann kann ich das ja jetzt hier hinspucken. Machen wir da. Und jetzt bewegen wir uns hier in dem Bereich noch schneller. Ich habe aber das Gefühl, der bohrt durch das Ding schneller, was natürlich ein Riesenvorteil ist, ne? Naja, wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Ah, jetzt kommen schon die Viecher. Die sind auch echt mies. Die sind echt mies. Ich würde gerne mal die Schrotflinte ausprobieren. Machen wir das mal. Ah, cool. Die macht so einen Streuschuss. Das ist auch gar nicht so schlecht. Moment, ich wollte ja mal gucken, was kann ich denn jetzt noch... Ich kann die Effizienz verbessern. Das ist toll. Rohreffizienz nochmal erhöhen. Ist eine super Sache. Bewegungsgeschwindigkeit ist schnell genug. Hier können wir schon mal Sachen... Guck mal an, was jetzt hier geht, ey. Wenn du so ein Beschleunigungsgerät hast, dann geht hier richtig, dann geht's hier richtig vorwärts. Wenn du in dem Einzugsbereich bist, läuft's richtig. Komm mal her jetzt hier. Saug das doch mal an, was ist denn los? Werf das da hin. Da oben ist noch ein... So ein Luxusgerät. Ja, wir spucken dich jetzt hier hin. Ich saug jetzt alles auf und nehme das mit. Und dann mal gucken, was es als nächstes für heiße Ware gibt hier. Mit dem Upgrade. Du hast einen Geschützturm-Replikator gefunden. Das ist übrigens wirklich ziemlich cool. Ja, das ist ziemlich cool. Und jetzt kann ich mit B, kann ich mir jetzt hier so einen Geschützturm dran kloppen. Dafür bräuchte ich nur die Waren, die ich nicht habe. Ich kann es gerade nicht, weil ich nicht genug Material habe. Aber dann kannst du in den Minen was hinbauen, was selbst schießt. Den mal dahin. Wir sind schon wieder voll, ne? Gut, warte, wir machen zurück. Jetzt könnten wir hier an die Mine natürlich den Geschützturm bauen. Das mache ich aber diesmal noch nicht, denke ich.
Oha. Ganz prima. Oh, ich habe mich von der Mine disconnected. Das wollte ich gar nicht. Warum hast du das gemacht? Können wir irgendwelche Upgrades kaufen, die noch Sinn ergeben? Lass mich kurz gucken. Aktuell, ja, man könnte, aber ich lasse das mal. Weil dann könnte man an der nächsten Mine eventuell den Geschützturm direkt bauen. Das wäre eigentlich cool. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, wieder rein und rauszukommen aus der Mine, weißt du? Der schießt ja dann selber. Der bleibt dann da stehen an der Mine und schießt ja trotzdem weiter, auch wenn du ihn nicht mehr siehst. Also das ist, eigentlich ist das wirklich cool. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier oben noch passiert. Hier scheint nämlich noch eine Menge zu sein, was ich noch gar nicht, wo ich noch gar keine Notiz von genommen habe. Das ist super. Dann bohre ich hier erstmal fett rein und gucke, was es hier geben könnte. Na, gar nichts, ist ja wie immer klar. Wir sind jetzt schon voll, jetzt beschleunigen wir hier mit dem Ding, zack. Da könnten wir auch ein zweites hinlegen hier vorne hin, dann wird es da halt auch schneller rauskommen. Wir haben nur noch 5 Minuten, dann wird es hier ungemütlich. So, zeig mal her. Wir können jetzt, was ist denn das? Bewusster Abbau. Ressourcenblöcke haben eine 10%ige Chance, eine zusätzliche Ressource zu generieren. Dafür brauche ich schon alle grünen Kram. Ich könnte das hier bauen. Was ist denn das? Reichweite des Plasmabohrers erhöhen. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich mache das einfach mal. Jetzt warten wir, bis das Ding voll ist. Macht ja keinen Sinn, jetzt wieder zurück zu eiern. Boah, wie soll ich denn das schneiden? Ey, das ist ja eine blöde... Das ist eine blöde Konstellation. Das ist eine wirklich blöde Konstellation. Ach, jetzt gibt es auch schon die Viecher. Das ist ja unschön. Oh, der fliegt nicht so weit, der Schiss, ne? Ach, jetzt weiß ich, warum ich eben von der Mine weg war, weil ich aus Versehen R anstatt 1 gedrückt habe. Jetzt erklärt sich das. So, warte. Man kann auch die Schrotflinte übrigens updaten, ne? Da muss man dann weiter nach hinten scrollen im Baum. Dann kannst du da auch Updates für vornehmen. Nur, dass ich das gesagt habe, dass das geht. Ich zeige euch das. Warte. Hier hast du den Robo-Spider. Und wenn du dann D drückst, dann hast du hier die Ladestation. Und hier kriegst du die Schrotflinte. Da kannst du dann halt auch Verbesserungen dran vornehmen. Hier zum Beispiel hast du eine höhere Feuerrate. Du kannst hier die Bewegungsgeschwindigkeit in Reichweite einer Ladestation verbessern. Du kannst, da geht eine ganze Menge. Und kriegst du auch noch die Geschütztürme, kannst du auch noch verbessern. Also nur, dass ihr das gesehen habt, ne? Da ist klar, dass da noch richtig was geht. Du kannst massig von deinen Ressourcen investieren. Und da musst du halt für dich selber, glaube ich, rausfinden, was für dich der beste Weg ist. So wird es wohl sein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es hier hinten noch irgendwo reingeht. Hier geht es nirgends mehr rein. So, jetzt kann ich die Ressourcen nicht mehr alle aufnehmen. Ich nehme die aber mit hier runter und schmeiß die alle an dieselbe Stelle, dann kann ich einfach gleich dahin, weil mein Ding ist auch despawned, das macht es offensichtlich, das wusste ich auch nicht nach geraumer Zeit. Wir schaffen es aber auf jeden Fall jetzt hin und zurück und alles zu holen und dann eine Mine weiter zu klettern, um dann unter Umständen da zu sterben. Ganz erfolgreich. Aber zumindest können wir dann wieder heiße Upgrades für unseren Spider kaufen, das ist doch was. Ich bin Fan. Ich muss kurz überlegen, was macht man da? Da erhöht man die Feuerrate. Das machen wir mal.
dann drücken wir jetzt R und laufen mit unserem Ding weiter. Man kann das auch reparieren, da müssen wir dann auch mal gucken, aber da brauche ich, glaube ich, andere Materialien für eine Reparatur. Man kann auch später den Bohrer, der das erste Loch in die Mine schießt, verbessern. Aber ich warte jetzt auch erstmal wieder auf meine Freunde hier vom Gesangsverein. So, der braucht damit nur 2 Schuss, das ist ganz gut. Oh, er schießt auf den. Oh, okay, das ist jetzt blöder gelaufen als erwartet. Bis so weit komme ich mit dem nicht, ne? Oh, bescheuert. Oh, oh. Das wird schon wieder eine enge Kiste hier, sag ich euch. Mach mal Raketenstart. Der schießt bestimmt auf den Dicken. Genau. So, jetzt könnten wir... Ich weiß natürlich am Anfang auch nicht, wie groß so eine Mine ist, ne? Das weiß man am Anfang nicht, wenn du jetzt hier hingehst und baust dir jetzt hier den Geschützturm hin. Wie ich das jetzt mache. Ich mache das ja jetzt gerade. Ich habe da einen Geschützturm hingestellt. Dann werfe ich mir jetzt hier den Beschleuniger hin. Jetzt kann die Mine natürlich gleich fertig sein. Dann war das Ganze ziemlich unnütz. Muss man sagen, aber dann hast du zumindest schon mal einen Geschützturm, der dir dann ein bisschen Unterstützung zukommen lässt. So, pass mal auf, kann man das einsaugen, dann können wir das vielleicht hier hinlegen. Und dann reicht es vielleicht länger. Ah, da haben wir ein Upgrade. Pass auf, das nehme ich auf jeden Fall mit. Du hast Schaltpläne gefunden, verbesserte Spule, Reichweite der Ladestation. Und dann sieht so aus, als wäre das Ding schon fertig. Ich nehme das mal mit hier hoch. Und werfe das mal ganz kurz hier runter. Ja, jetzt habe ich es verloren. Aber ich glaube, dass die Mine auch hier oben dann zu Ende ist. Ja, wo ist sie? Gut. Dann können wir jetzt hier noch die Kügelchen einsaugen. Das Ding können wir da liegen lassen. Dann gehen wir hier hin. Und dann gucken wir mal. Ich würde gerne versuchen... Hier kann man sich reparieren, ne? Stellt HP wieder. Ich habe aber keine grünen Teile. Man unschwer erkennen kann, habe ich die nicht. Ich kann aber zum Beispiel Schaden von jeder Kugel erhöhen. Das mache ich auch mal gerade. Und dann können wir die Mine disconnecten. Der Turm schießt übrigens trotzdem, ne? Also da braucht ihr euch keinen Stress machen, wenn die gleich kommen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich bewege mich hier ein bisschen weg. Der Turm schießt. Ich connecte mich in der Zwischenzeit mit der anderen Mine oder... Oh, 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 das ist gefährlich. Die Viecher sind heiß. Aber macht er denn das jetzt? Die müssen auf jeden Fall, musste killen. Die fliegen auf dich zu. Das sind so richtige Arschkrampen. Oh, Krampen wollte ich nicht mehr sagen. Das piep ich raus. Es sieht für mich auf jeden Fall gerade nicht gut aus. Wir starten mal noch eine Rakete. Da oben da müssen wir auf jeden Fall was wegholzen. Den müssen wir wegholzen. Da unten kommen noch mehr davon. Der große Vorteil ist halt, wie gesagt, der Geschützturm, der macht schon recht viel Arbeit, nimmt er uns ab. Siehst du? Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Das wird mein Gerät auf keinen Fall überleben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Theoretisch geht es jetzt eigentlich nur noch drum. So viele Ressourcen abzubauen, wie du nur irgendwie tragen kannst. Weil da ist nämlich... Da ist der Obermufti. Jetzt gibt es hier auch noch irgendwelche Bienen. Ich wechsle mal gerade die Waffe. Und das Ding, das trifft halt dein Schiff. Da kannst du nicht so viel gegen machen. Und diese Bienen, die machen auch einen Heidenbums. Ich müsste es jetzt schaffen, da oben hinzuschießen. Wo schießt du nach unten? Ne, der schießt auf das Teil. Okay, das ist der richtige Weg. Wir müssen ja den Kolossus da eigentlich loswerden, aber da hat er meinen Spider zerstört. Das war absehbar. War ich einfach nicht gut vorbereitet letztlich, ne? Wir haben jetzt 8000. Wir könnten jetzt gucken, was wir damit machen. Was können wir?
Wir können die Haltbarkeit nochmal erhöhen. Oder die Ressourcensaugkapazität. Das müsste aber eigentlich theoretisch beides gehen. Deshalb machen wir das auch.